Warnung. Dieses Video enthält schreiende Menschen und schnelle, Verzeihung, sehr schnelle Autos. Die Kamera gerade halten. Turbo-Umbau, Part 3. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin hier gerade bei Dynotech und der Wagen wurde hier komplett optimiert. Der hat erstmal größere Turbolader bekommen, also das komplette TÜV-Kit. Wir haben jetzt... bin ich hier gerade schon wieder abgelenkt vom Sound, ne? Wir haben jetzt gerade die ganze Software-Geschichte gemacht. Da gibt es aber darüber nochmal getrennte Videos zu. Einmal zu der Hardware-Geschichte, dann jetzt direkt davor zu der Software-Geschichte. Ich habe die ganze Zeit daneben gesessen, mir das alles angeguckt und das war mega spannend, mega interessant. Deswegen schaue ich das Video mal dazu an. Und jetzt wird's ernst. Jetzt steige ich erstmal auf den Beifahrersitz ein. Ja, werde mal gucken, wie sich jetzt hier diese 726 PS so anfühlen. Also generell, ich bin mega selten hier auf dem Beifahrersitz. Das ist übrigens der Heinz von Dynotech. Gucken wir, wie gut dein Magen ist. Nein, mach ruhig Kette, ne? Vollkasko Regel, kein Problem. Bin echt richtig gespannt. Jetzt machen wir eine kleine Runde. Wir haben da hinten ein kleines Stück Autobahn Richtung Wiesbaden rein. Das ist unbegrenzt. Das Auto ist, glaube ich, überall zu schnell. Mal gucken jetzt, ob du mit der Mehrleistung, ob du da mit klarkommst. Ach, normal, natürlich. Also ich glaube, ich werde jeden Tag mit so einem Grinsen da drin sitzen. Wir hoffen es, ich glaube es mal. Wie viel fährst du jetzt bei deinem? Knapp unter 800 mit dem Kit. Das ist der Kit, den die meisten auch auf der Rennstrecke fahren. Weil ich mit meinem Auto eigentlich keine Beschleunigungsorgien fahre oder sowas, interessiert mich nicht. Eigentlich fahre ich mit dem Auto nur auf der Rennstrecke. Ja. Nordschleife überall halt. Ja. Und dafür ist das Auto eigentlich auch gebaut und gemacht. Und von daher haben wir es vom Drehmoment nicht übertrieben und von der Endleistung auch nicht übertrieben. Damit das Ganze auch auf der Rennstrecke noch einfach fahrbar bleibt, wenn man halt zu viel Drehmoment fährt, gerade unten raus, wird das alles sehr spitz zu fahren und ist dann für einen Amateur halt sehr, sehr schwierig. Trotz der guten Elektronik, die das Auto an Bord hat, wird es dann sehr, sehr unharmonisch. Da ist man unterm Strich schneller mit weniger Leistung oder mit weniger Drehmoment. Ja, und bringt ja auch nichts, Leistung drauf zu packen und die dann wieder durchs ESP runter zu regulieren. Das ist ja der Punkt, ja. Du belastest halt die Maschine viel mehr, weil es eigentlich sein muss. Ein sauberer Fahrstil mit weniger Leistung ist viel effizienter und viel schneller als ein eckiger Fahrstil, wo man einfach rumhackt, immer in die Systeme reinfährt, ESP arbeitet, Traktionskontrolle arbeitet permanent, ist man viel langsamer und geht natürlich dann extrem aus Material. Ja. Also kommt schon derbe was, ey. Unterschied oder zu sehr, ja. Volles Rohr, vor allem das war jetzt noch nicht mal, ne, der kam ja gerade erst so richtig. Das Anlaufverhalten auch von den Ladern ist einfach sensationell. Also das ist gegenüber dem Serienlader, haben wir vorhin schon besprochen, es ist kaum messbar. Und das macht dieses Paket einfach auch so gut, auch für die Leute, die gerade auf der Rennstrecke fahren, dass man einfach ein Fahrzeug hat, was sich genauso anfühlt von der Charakteristik wie ein Serienfahrzeug, aber einfach ein oder zwei Stufen höher, was die Leistungsausbeute angeht oder die Leistungsangabe angeht. Ja, aber ich finde, das ist ja auch das, wo es drauf ankommt, ne? Dass wenn du eintrittst, dass direkt was kommt und... Das macht das Auto dann am Ende auch schnell, dass man am Kurvenausgang halt sofort auch die Leistung zur Verfügung hat, die man noch irgendwo anfordert. Ja, und die Fahrbarkeit beim Kurvenausgang ist entscheidend dann auch für eine gute Zeit. Krass, ey! Und ist okay, oder? Das ist top! Jetzt gleich kommt unbegrenzt, jetzt können wir gleich jetzt durchladen hier.
Tacho guckt, ne? Wie schnell das hochwandert. Ich kann ja die Kamera noch nicht mal vernünftig gerade halten. So schiebt das Ding hin. Du merkst auch beim Getriebe jetzt beim Runterschalten, das ist alles wieder ja, ist viel knackiger. Ja, ich glaube, das merke ich gleich, wenn ich selber fahre, weil ich kenne das Ding ja so in- und auswendig. Ne? Ja, der Martin hat jetzt auch Änderungen gemacht am Getriebe, dass das alles wieder ja, alles emotionaler wird. Die Gänge gehen schneller rein, man hat ein bisschen mehr Klang beim Runterschalten. Ja, das Auto macht einfach jetzt viel mehr Freude. Aber ich verstehe das nicht, warum diese Emotionen wegnehmen, ne? Ja, ist einfach, ja, die nehmen die Emotionen weg, aufgrund dessen, weil die Abgasemissionen so streng geworden sind. Ja. Und das Unterschalten zwischen Gasen, einfach Emissionen und Abgaswerte, die haben nicht mehr eingehalten worden. Das ist der Grund. Und Geräuschwerte natürlich. Ja, ja klar. Ja, es wird nicht besser hier in Deutschland, ne? Nee. Leider nicht, aber gut. Aber jetzt geht's noch. Oh, ich wusste gar nicht, was du vorhattest, ey. Alter. Junge. Aber Traktion ist auch volles Rohr da, ne? Wenn der Reifen auf Temperatur ist, wenn der Druck stimmt, der Luftdruck stimmt, kann das Auto das problemlos umsetzen. Boah, das ist echt krass. Wir haben jetzt 726 PS und 815 Newtonmeter ungefähr und kein Problem, ne? Traktion voll am Start. Aber ich denke mal, ab 0 wird man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr merken. Ne? Ja, klar, logisch. Also aber so ab 100 oder so locker easy, ne? Gar kein Thema. Also sagen wir so, ab 70, 80 kriegt man die Traktion sehr, sehr gut auf die Straße. Definitiv. Das Auto ist nicht gebaut für Ampelrennen, sage ich jetzt mal. Da gibt es andere Fahrzeuge, die können das besser mit dem Allrad. Aber so ein GTR, der hat die Stärken, dann, wenn er mal rollt, so ab dem dritten Gang, ist das Auto dann halt schon interessant. Und das Auto kann schon sehr viel. Kurz darauf Keule. Ah, Junge, Junge, Junge. Ich bin hier leicht am Schwitzen, leicht hier ölig. Also natürlich auch mega warm, aber also Beifahrer ist immer so eine Geschichte. Ne? Also puh, das Ding schiebt auf jeden Fall schon wirklich krass. Also ich werde jetzt selber noch ein Ründchen drehen. Ich werde jetzt wieder hier ungefähr 3,5 Stunden nach Hause knattern. Obwohl, jetzt dürfte ich eigentlich nur noch 2 Stunden brauchen mit der Leistung hier. ich bin mega gespannt, wie das Ding hier schiebt, wenn ich da selber hinter sitze. Ich glaube, das wird echt mega krass. Boah, und ich bin echt komplett fertig mit der Welt, ne? Also ich bin hier komplett zugange mit dem Umbau, mit Filmen, mit der Software, mit überall zugucken. Auch diese Software-Geschichte war so mega interessant, da mal so einen Einblick zu kriegen. Lässt einen eigentlich keiner zuschauen, aber ist umso besser, weil es zeigt, dass die Jungs hier absolut nichts zu verbergen haben. Also ich kann euch das einfach nur sowas von empfehlen. Ich werde mich aber jetzt hier in die Karre schwingen. Huchala. In die Karre schwingen und nach Hause knattern und wir sehen uns dann im nächsten Video mit einer vernünftigen 100-200 Messung und da gibt es dann nochmal Karten auf den Tisch und dann gucken wir mal, was das Ding da an Zeiten rausscheppert und ich glaube, das wird schon echt sehr, sehr derbe sein. Dann kriege ich jetzt noch ein Gutachten, da kann ich die Leistung dann nochmal komplett eintragen lassen und da zeige ich aber auch nochmal mehr im Video zu. Boah, ich bin fertig mit der Welt, ich muss jetzt nach Hause. So, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!